Ja, wir waren sehr sauer, vor allem, dass wir am Ende so schlecht nicht mehr so gut verteidigt haben. Und wir auch das Spiel in der Hand hatten. Aber wir sind sehr selbstbewusst und glauben an uns. Und wir denken, wir sind im Vorteil, da wir ein Heimspiel haben. Und vor unseren Fans bin ich mir sicher, dass wir dieses Spiel 5 auch gewinnen werden. Wir haben auf jeden Fall, also Oldenburg hat schon sehr gut gespielt. Sie verteidigen sehr gut, spielen gut als Mannschaft, haben auch sehr gute Einzelspieler. Aber ich finde, wir haben es in der Hand gehabt und haben es einfach nicht genutzt. Wir haben am Ende nicht mehr konzentriert und gut genug gespielt. Und deswegen haben wir das Spiel verloren. Aber wir haben es immer noch in der Hand. Wir sind im Vorteil. Wir haben Spiel 5 zu Hause. Und man muss einfach jetzt nach vorne gucken. Wie auf jedes andere. Man konzentriert sich schon abends ein bisschen davor. Und so mache ich es. Und dann vom Spieltag fällt man halt Mittagsschlaf und bereitet sich einfach mental aufs Spiel vor. Und dann werden wir schon alle am Sonntag bereit sein. Ja, man kann noch Kleinigkeiten machen, vielleicht Kleinigkeiten in der Verteidigung oder ein paar andere Systeme im Angriff spielen. Aber man kennt sich eigentlich schon hin- und auswendig. Es wird keine Überraschung mehr geben. Aber es halt kommt darauf an, wie wir einfach, es kommt auf die einzelnen Spieler an, wie wir als Mannschaft zusammenspielen, darauf wird es ankommen. Und da bin ich mir sicher, das war sehr gut, sehr, sehr, sehr stark am Sonntag, finde ich. Unsere Verteidigung, das ist immer noch meine Meinung. Das war wir haben viel besser am Sonntag verteidigt. Wir haben am Dienstag verteidigt. Wir haben vor allem in der Verteidigung, haben die Point Guards, fand ich, unheimlich gut verteidigt, unheimlich viel Druck gemacht. Und wir haben einfach bis zu Ende. Wir haben drei Viertel richtig gut verteidigt und hätten wir am letzten Viertel noch so hin weitergespielt, hätten wir spielt mit 10 gewonnen. Mit 10 in Oldenburg gewonnen. Das ist sehr stark. Aber ja, wir haben es bis zu Ende gebracht und jetzt spielen wir Spiel 5 zu Hause.